Servus und willkommen zu einer neuen Folge vom Modern Skyblock 3. Ja, beim letzten Mal haben wir noch mit Botania rumgespielt, werden wir heute auch nochmal tun. Ich habe nochmal diese schönen Felder um einen versetzt, weil ich mir gedacht habe, ja, wir könnten diesmal für einen um einen versetzen, dann ist es nämlich mittiger, weil ich brauche an den Pfosten die ganzen Ingredienzien, was ich da draus kriegen kann. Also, und das ist ja vor allem das Mana-Zeug. Genau. Dann. Okay, wieso hat es nur einen befüllt und nicht die anderen? Verwirrend. Jetzt baut man den erst nochmal auf, wenn alle dort sind. Ah, der hat sich verschoben. Darum. Nein, du sollst den da. Genau. Brav. Braver Block. So, das heißt, wir gehen mal wieder Kohle holen. Also, obwohl ich noch nicht weiß, dass das Kohle ist. Beziehungsweise, ich mache gleich mal zwei Sachen. Ich gehe nochmal Kohle holen und unbekannte Blöcke. Kohle. 16 Stück. Mal was Unbekanntes. Ich weiß, ich reite jedes Mal drauf rum. Ist aber so. So, dann hätte ich gesagt, schmeiße ich die mal rein, weil Coal habe ich auch da. Vielleicht weiß ich dann auch nicht, was der Block ist. Weil der ist ja noch besser. Da müssen wir nämlich auch jetzt demnächst mal weitermachen. Aber Botania hat momentan Vorrang, weil ich will nämlich die Monsterfalle umbauen. Und die Monsterfalle macht nur Sinn umzubauen, wenn ich eine Hopperhock habe. Und da wollen wir jetzt hin. Genau. So. Dann haut jetzt der mal schön brav das Mana raus. Ich kann mal gucken, wie viel das ich davon rauskriege. Jawohl. Das schaut doch schon mal gut aus. Du kommst nach oben. Das heißt, der Mana-Diamant kommt nach unten. So, haben wir das ganze Zeug gesperrt. Und we are happy. Okay. So. Wir produzieren Mana. Dann lasset uns mal gucken. Und zwar, ich möchte jetzt schon ein bisschen mit den Sparks arbeiten. Wenn ich sie überhaupt hinkriege. Muss man immer dazu sagen. Wenn ich sie überhaupt finde. Da ist die Seite, da ist der Spark. Für den Spark brauche ich Blaze Powder, brauche ich Braun und ich brauche Gold. Ich hätte mal gesagt, ich mache gleich mal 10 Stück. Machen wir mal 10 Stück. Ich hoffe, dass das überhaupt für alles, was ich jetzt gerade vorhabe, funktioniert. Ja, ein bisschen länger hält Botania bei mir. So, 10 Stück, das heißt, ich brauche davon 20. Bin ja froh, dass ich bis 20 stehen kann. So, davon brauche ich auch 20. Nee, oder? Nein, brauche ich 10 und ich baue nur 20. Braune Petals. Was auch kein Problem ist, weil braun haben wir schon. Da kann es sein, dass ich dann noch die nächsten Farben herstellen muss. So, dann heißt es jetzt, ich brauche davon noch 20. Haben wir auf jeden Fall auch da. Da kommst du jetzt dahin, du kommst dahin, du kommst in die Mitte. Du wirst gedreht. Perfekt. So, nächstes Kapitel fertig. Dann haben wir hier schon mal drei drüber. Mana-Produktion müssen wir jetzt halt laufen lassen. So, und dann das Tor. Ich muss nur dran denken, das Tor muss ungefähr da drüben hin. Das heißt, ich kann jetzt mal hier versuchen, den Altar hinzubasteln.
Sollte ich mir aber auch ein bisschen Platz lassen. Habe ich kein Holz mehr einstecken? Aufbauen. Okay. Ich gucke erst mal, ob ich was aufgeräumt habe. Ah, nimm es. Doch schön, brauche ich nichts machen. Vor allem, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich es aufgeräumt habe, finde ich super. Weil meistens kann ich mich nicht daran erinnern. So, da muss ich jetzt erstmal Mut zur Lücke lassen. Weil da muss ja noch ein Block drunter. Wie weit bin ich eigentlich mit dem? Kann ich den eigentlich schon bauen? Aber wenn ich den bauen kann, ne, dann macht man gleich. Dann kann ich nämlich auch gleich wegräumen. So, das ist der Alchemical Catalyst. Ach so, das geht noch nicht, weil ich es Elfentor dazu brauche. Okay. So, also das haben wir. Da wollen wir hin. Das wollen wir eventuell auch noch machen. Das heißt, ich brauche den Runik-Altar. Runik-Altar, Runik-Altar, Runik-Altar. Gefunden. Okay, das ist ein Mana, Perle und 5 Living Rod. Habe ich gerade noch da. Merk schon, ich muss mal wieder Diamanten und so weiter herstellen. So, Runic Altar. So, was brauche ich? Ich muss noch mal gucken. War das jetzt ein Altar oder war das schon wieder was anderes? Terra Steel mache ich. Ich kenne halt noch diese Living Rod und dann diese lustigen Platten. Merk schon, ich brauche dieses Botania-Buch. Das habe ich aber dutzendweise drüben. Ach, da sind sie. Terrestrial Augmentation. Ah, okay. Kommt erst nach den Dingern. Okay. Bin ich schon mal beruhigt. So, dann hätte ich gesagt, kommst du dahin? Weiß halt nicht, ob das mit dem Spark jetzt wieder geht. Nein, geht natürlich nicht. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall. Dann mache ich das mal so, dass ich dich dahin mache. Dich dahin mache. Das heißt, ich brauche jetzt noch mal einen Spreader. Ich glaube. Nein, ich könnte sogar 7 brauchen. Habe sogar die richtige Anzahl gehabt. Nehme ich mal dich. Dich? Nein? Ja, ich glaube, da brauche ich Living Wood und Living Planks. Nö. Muss ihn einfach nur drehen. Okay. Dann kommst du jetzt dahin. Dann brauche ich noch mal da ein Mana Pool.
Der Verteiler. Kann ich den Verteiler an die Sparks anschließen? Nein. Schade. Okay, aber der könnte das dann auch hier versorgen. Komm, machen wir gleich jetzt das zweite Becken noch. Und dann brauche ich dich bitte nochmal den Verteiler. Heißt, ich habe 11 und 2 Ingots. Ich könnte mal da hinten auch noch so ein Table dahin basteln. Und wir haben noch ein Malerbecken. Da kommst du dahin. Du kommst dahin. Und das Mana-Tor kommt dann doch da hinten hin. Ist egal. Wenn es nichts Unwichtigeres gibt, alles gut. So. Dann gehe ich noch mal 15 Blöcke holen. Coke Coal verwende ich jetzt mal nicht, weil wenn ich die jetzt verwende, dann habe ich eventuell das Problem, dass ich die irgendwann brauche und ich die nicht mehr habe. Also lassen wir es. So. Das Wichtigste ist jetzt erst einmal, dass ich den da jetzt drehe. Es könnte jetzt sein, dass ich dann nochmal so ein Mana-Feld mache. Der dann da drauf schießt. Ja, dass ich dann da zum Beispiel eine Lücke lasse und dann der schießt dann da durch. So, das heißt, ich kann jetzt die erste Rune machen und die erste Rune, was ich brauche für die Hopperhock. Ist die R. Und die R mache ich mit Feder, Carpet, String. Okay, Feder, Teppich, String. Feder. Und ist 2. Ja. Ich brauche davon sowieso mehr. So, Feder, Teppich. Spring habe ich keinen da. Geh schnell holen. Dumm, die dumm, die dumm. So, Feder, Teppich, String. Mana Powder. Nehme ich gleich ein wenig mehr mit. Jetzt muss ich mal schnell was gucken, aber ich glaube, dafür brauche ich Redstone. Dann nehme ich davon auch noch irgendwas mit. Hat ja auch einen Sinn, dass ich die Schere gebaut habe. Dann brauche ich dich bitte. Ah, Bonemehl habe ich einstecken. Sehr schön. Glaube, ich habe ein bisschen Rasenfläche übrig. Ja, war ja klar. Blumen brauche ich gar nicht. So. Aber ich brauche Rasen. Dankeschön. So, habe ich sogar 6 Stück jetzt.
So, Rasen und Redstone zusammen. Genau, und ich habe Redstone Root. Und die hätte ich gesagt, packe ich hier rein. Okay, dann brauche ich jetzt Mana, genau. Brauche ich mal das Gunpowder. Das wandeln wir jetzt erstmal um. Solange das hintere Becken noch nicht so weit ist. Also, dann heißt es du. Du kommst drauf. Du kommst drauf. Die Feder. Der Teppich und der Spring. Und du läufst. Bin froh, dass sich einige Sachen nicht geändert haben. Und wir haben unsere erste Mana-Rune. Ja. Eins, zwei, drei. Frau Schüssel, könnten Sie mal bitte den Stein da umwandeln in den da? Wäre sehr nett. Danke. So, dann kommt jetzt nämlich hier das Ding dahin. Und der muss so, und der muss definitiv drei hoch werden. Zwei habe ich noch. Ja, doch. Er muss drei hoch werden, weil ich habe die vier Jahreszeiten. Nein, ich habe zuerst die vier Elemente, dann habe ich die vier Jahreszeiten. Ich brauche sogar mehr davon. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich das dann anders aufbaue. Stell ich dich hier hin. Und die anderen vier hier. Dann habe ich sogar einen frei. Gar nicht mehr so doof. Also, das heißt, ich habe. Wir nehmen die Reihenfolge, dann ist das der letzte. Den Key. Ich packe jetzt endlich mal in die Zweithand. Denke nämlich nie daran, dass ich eine Zweithand habe. Okay, weil wenn ich ihn aufstelle und ich habe den Schlüssel in der Zweithand, dann ist der, hat er schon ein Schloss. Sondern sehr, sehr viele sagen, ja, das wissen wir schon lang. So, dann kommt da der Rasen drüber. Haben wir das auch. So, ich brauche jetzt für die Hopperhock. Hopperhock. Die ist hier. Dafür brauche ich, genau. Das ist alles da drin. Alles klar. Also kommst du rein. Kommst du rein. Zweimal. Zweimal. Und ich habe die Pflanze. So. Ich habe natürlich keinen Glowstone da. Es wäre natürlich ein Wunder, wenn ich den mitgenommen hätte. Aber ich bin ehrlich, ich habe dann daran nicht gar nicht gedacht. Ich brauche, ach genau, einen Rasen brauche ich auch gleich nochmal. Heißt, ich muss jetzt bald Rasen mähen. Das wollten wir eigentlich auch noch umbauen. So, Glowstone. Ach komm. Wir nehmen gleich zwei mit. Komm und nehmen wir auch noch gleich zwei Redstone mit, wenn ich schon da bin. Kann man immer wieder gebrauchen. Okay. Dann heißt es jetzt, ich brauche einmal schnell den Rasen. Weil die Pflanze und
Glowstone, wenn es sich noch nicht geändert hat. Hat sich das geändert? Gott sei Dank habe ich zwei mitgenommen. Sonst hätte ich wieder runterrennen dürfen. Okay. Dann habe ich das. Dann brauche ich den Lasen. Und den muss ich reinschmeißen. Hier. Danke. Muss immer noch ein Table da hinten hinbauen. So, und das war jetzt das da, glaube ich, da. Das da, glaube ich, da. Und in der Mitte die Erde. Nein, andersrum. Gut. Da habe ich die Floating Blue Flower. Die interessiert mich aber nicht. Weil ich will die Floating Hopperhock. Denn ab jetzt kann ich da hinten meine Falle ein bisschen automatisieren. Komm ich. Das ist jetzt halt das große Problem, ne? Also, ich jetzt. Ja, schreit mich nicht an. Sonst schreie ich zurück. Moment, ich habe ja da die Kiste. Ha! Das heißt, ich kann dich wegmachen. Dann kommt da die Hopperhock hin. So, ha. Du bist gebrochen. Gehen wir nochmal zwei holen. Ich werde schätzungsweise die Items jetzt verloren haben, weil da dran habe ich nämlich, ja. Bei die habe ich natürlich nicht geguckt, ne, dass die laufen. Die drei habe ich nicht da. Das heißt, ich brauche jetzt aus der Abteilung zwei Stück. Ich brauche aus der Abteilung zwei Stück. Und ich könnte mal schnell was machen und was probieren. Und zwar, ich habe da nämlich was gesehen. Und zwar, ich habe hier diesen Machine Upgrade Effizienz gesehen. Dafür brauche ich 4 Copronickel Alloy Ingots. Habe ich rein zufällig? Ich sagte 4, nicht 5. Dann brauchte ich Monster Dust 4. Machen wir da 5. Was habe ich heute mit 5? Ja, du gehst dahin, dahin. Und wenn das funktioniert, das heißt, du kommst dahin. Habe ich noch einen? Natürlich nicht. Komm, mach gleich 2. Oder auch nicht. Haha, mach keine 2, weil ich keine 2 mehr habe. Dafür brauche ich mal wieder Quarz. Yay! Ah, ich mach doch. Lell. Mach doch 2. Ich habe noch welche drin. So, dann gehen wir mal schnell was brennen. Weil, wenn das nämlich jetzt so richtig funktioniert, was ich jetzt davor habe. Wie gesagt, ich habe noch nie mit den Upgrades gearbeitet. Ich weiß nicht mal, ob es dafür eine Quest gibt für die Upgrades. Basic Automation. Dann haben wir hier die. Das ist alles Monster. Und Propan Furnace. Okay, dann macht, würde sogar das Zeug hier Sinn machen. Haben wir mal. So. Dann kommst jetzt du dahin und du kommst in die Mitte. Und ich habe Machine Upgrade Effizienz. Das testen wir jetzt dann aus. An der Monsterfalle. Legen wir uns aber vorher schon mal hin. Stehen wir in der falschen Richtung auf. Jedes Mal. Die habe ich mitgebracht, ja.
So, dann lasset uns gucken, ob es was bringt. So, okay. Also wie ich es mir gedacht habe, ich muss einfach nur draufklicken. Er müsste jetzt effizienter sein. Aha. Schon funktioniert. Punkt. Schön. Ich brauche nicht mehr reinlatschen, sondern jetzt wird meine Falle die ganze Zeit. Gefüllt. Schön. Aber ich merke gerade, ich kriege keine Lootbags mit dem Grinder. Aber dafür kriege ich halt das Monster Dust. Aber wäre auch kein Problem, weil, ne, man kann ja dann hingehen und sagen, okay, ich habe ja irgendwo da unten den Diamond Spike. Ne, wenn man jetzt sagt, ich brauche jetzt kein Monster, ich habe Obsidian bekommen aus dem Enderman. Okay. Ja, schon wieder alle? Ja, ist er. Labermann, komm her. Liegen die jetzt mal wieder? Einer steht noch irgendwo rum. Ah, jetzt wird er transportiert. Komm her. Tschüss. So, die Batterie nehme ich raus. Es kann jetzt natürlich sein, dass ich jetzt das Upgrade verloren habe. Aber ist mir egal. Weil ich mache das jetzt wirklich so, dass ich den Diamond Spike da hinstelle. Weil da brauche ich nämlich nicht darauf achten, dass er gefüllt ist. Und ich habe mittlerweile, bin ich der Meinung, genügend Monster Dust für die Sachen, die wir noch brauchen. Das Einzige, was ich mir vielleicht nochmal überlegen könnte, also das muss ich mitnehmen und das, ist eine größere Kiste hinzumachen. Weil ich schätze mal, die wird schneller voll sein, als ich nicht gucken kann. Also das brauche ich, das da kann weg, das muss weg. Kommen die Blümchen? Nee, die Blümchen lasse ich auch mit. Die Arrows lasse ich auch da. Die übersehe ich jedes Mal. Total schlimm. Obsidian nehme ich mit. Die Enderperlen nehme ich auch mit. Vorhin schon gesagt, Bone Meal bleibt da. Nehme ich mit. Das da kann ich da lassen. So, wir gehen mal einen Schluck weg. Bis ich den ersten Punkt sehe. Ah, kommt schon. So, wir gucken. Funktioniert. Ja, weil bei denen kriege ich nämlich auch die Lootbags. Hervorragend. So. Genau, man kann der nämlich jetzt auch arbeiten, wenn ich da vorne stehe. Muss man dran denken, dass ich demnächst mal die Kiste upgrade auf. Bin fast schon der Meinung, Diamant. So, dann haben wir genügend Enderperlen. Das Zeug habe ich hoffentlich unten. Irritiert mich überhaupt nicht, dieser Schlüssel, die ganze Zeit. Ich schaue die ganze Zeit mit einem Auge auf den Schlüssel. Ich weiß es ganz genau. Ich räume den jetzt weg und ich brauche ihn gleich wieder. So.
Und die Sachen, die, wo ich halt länger brauche oder länger haben möchte, da kommt jetzt halt so ein Effizienzmodul rein. Vielleicht gehen sogar mehr rein, das weiß ich nicht. So. Das heißt jetzt auf jeden Fall, wir melden es den Tower nach unten noch setzen. Das werde ich jetzt wohl hoffentlich so in den nächsten 10 bis 15 Minuten noch schaffen. So, das heißt jetzt dann. Das Zeug geht jetzt erstmal alles weg. Falls ich mich immer gefragt habe, warum, dass ich Dreier Decken baue, ab jetzt macht es auch Sinn. So, ist auch alles Holz. Obsidian ist bestimmt oben. Oder auch nicht. Ah, halt, halt. Button. Button kommt daher. Okay, halt. Wenn ich ihn hin. Da ist es. 93 Stück. Okay, dann brauche ich auf jeden Fall mein Kabel. Dann brauche ich meine Schüssel. Dann tue ich die auch weg. Die Batterie kommt auch weg. Da war mal Glas drin, da kommst jetzt du rein. Gut. So, da passen 3072 rein. Ich hoffe, dass ich das meiste Zeug mit dem da machen kann. Weil der ist jetzt auch ein bisschen besser geworden. Button ist aus Holz, also kommt das ganze Holzzeug auch rein. So, dann kommt hier der Rahmen weg. Dann hätte ich gesagt, mache ich aus dem ersten Stack das da. Okay. Nächsten Stack holen. Aus dem wird es natürlich die Wand. Gehst du schon mal komplett daher. Eine Fackel dran. Wie gesagt, machen wir hier auch eine Fackel hin. Da kann ich da schon mal das Ding reinmachen. Dann weiß ich schon mal. So, Magma Fight Block. Dafür brauche ich Magma Cream. Das ist kein Problem. Ich mache mal meinen ganzen Stack. Was ich habe, habe ich. So. Davon habe ich auch. Ah, ich habe gerade meine Enderperlen gefunden. Hallo. So. Und dann tue ich gleich die Blazerods daneben. So, du und du ergeben das. Dann bin ich nämlich zufrieden und dann gehen wir runter. Dann machen wir das hier. Ah, okay, da ist nur ein Eimer drin gewesen.
Sehr schön. Okay. Brauche ich den Hopper auch noch? Das ist die Frage. Ich denke gerade, glaube ich, zu kompliziert. Habe ich noch welche? Ja. Ich weiß schon jetzt nicht mehr, was ich mit dem ganzen Kabel machen soll und denke mir schon wieder gerade was Größeres aus. Irgendwie bin ich nicht normal. Ich weiß nicht warum. Aber ich möchte dich gerne auf Höhe haben, dass ich auch sofort rankomme. Machen wir gleich mal dicht. Einige werden jetzt sich denken, der ist nicht mehr ganz dicht, aber ist halt so. F7. Nein, passt. So, ja, okay, aber das ist, ja, dann muss ich die Fackel hier wegmachen. Und das auch. Weil wenn ich jetzt den hier als Grundstab nehme, ne? Dann droppt der mache jetzt mal nur 4, nicht 5. Haben wir auf jeden Fall 3 noch übrig. Warum auch immer. Ha! Moment einmal. Ich muss mal was gucken, ob das funktioniert. Schon wieder dunkel. Eine R habe ich ja noch. Otania mit berücksichtigen, bitte. Danke. So, ich habe noch eine R. Ich habe da auch noch was mit Wasser. Glowstone hole ich mir unten. Ich brauche aber eine Blume. Toll, dass ich mal wieder alles voll habe, aber die brauche ich unten definitiv nicht. Ich nehme eine rote mit. Brauche auf jeden Fall auch eine kleine Grünfläche, wo ich mir mal wieder mal Blumen machen kann. Weil ich für die Glowing brauche ich sie auf jeden Fall. Aha, da ist ein Zombie gestorben. Wie kam der daher? Was habe ich vergessen? Stimmt. Den Rasen. Ja, was man nicht im Kopf hat, ne, hat man mir die Füßen. Ich kann gleich mal die Blumen endlich abgeben. Habe ich wieder ein Feld frei. Nein, nein, nein. Mehr mit Geld machen. Das heißt, ich brauche noch mal ein bisschen Rasen. Und das ist mir jetzt egal. So. Das heißt, du bist da. Du
da. Du bist da, jawohl. Und wir haben die Flying Hopper Hawk. Weil normalerweise bin ich der Meinung, könnte die Hopper Hawk ist nämlich 100, könnte das eventuell rausziehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich setze jetzt einfach mal oben drauf. Dann kann ich nämlich hier den Deckel wieder zumachen. Ah ja, klar. Da tue ich den auch hin. So, jetzt brauche ich noch zwei. Aber das war ja, glaube ich, einfach nur das da, ne? Ne, ich brauche. Ah. Alchemical Coal. Kohle und Gunpowder. Das ist jetzt alles. Das ist nur noch laufen. Schauen wir mal in das Eck rein. Gott, überall ist irgendwas drin. Ja, okay, aber die Knochen sind mir am egalsten. So. Magma-Block brauche ich auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie viel das ich rauskriege. Also von der Kohle habe ich ein, vier, davon habe ich einen. Und ich brauche jetzt, glaube ich, noch Stein. Das ist mir jetzt egal. Komm, mach noch einen. Und den letzten. Kann zwar mit den Steinen dann um mich werfen, aber ist mir egal. Oh, nee, kann ich nicht. Auch noch mal die Kohle. Wie? Ich von der Kohle dann zwei gebraucht. Komm her, mein Weizen. Da. Irgendwo was. Ach komm. Pack mal hier rein. Die Knochen kommen hier rein. So, jetzt habe ich 14 Stück. Das muss reichen. Ich hätte gerade gedacht, da steht ein Zombie. Ja. So, also, du was Zug macht. Sonst decke ich mich mal nach oben. Du gehst weg, du gehst rein. Okay, also, das klappt leider nicht. Jetzt bin ich gerade nur beim Überlegen. Ja, lass ich da so viel Platz. Wenn es jetzt hart auf hart kommt, ne, könnte ich jetzt sogar hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt hier auch noch einen. Ja, also sozusagen hier, so. Hier. So und mach da. Eine Hopperhock hin. Aber ich bin halt gerade beim Überlegen. Nee, ich muss Platzmanagement machen.
Überschwemmung hier. Bin froh, dass ich dich jetzt gerade zum dritten Mal abreiß, weil du warst jetzt gerade nämlich richtig gestanden. So, das heißt, du kommst jetzt hier hin. Du kommst weg. Dann heißt es jetzt, du kommst dahin, du kommst dahin. Sozusagen, du bist der Neue. Weiß gar nicht, ob das überhaupt so funktioniert. Machen wir erstmal hier. Dann machen wir jetzt als nächstes das da. Dann machen wir das da. Jawohl. Passt. Und du kommst sogar noch dahin. Das Lustige ist, ich kann sogar jetzt reingucken. Hallo. Und die Hopper Hawk arbeitet hervorragend. Passt. Bekomme. Jawohl. Schaut gut aus. Finde ich super. So, genau. Das ist Sky Resource. Wie gesagt, bis auf das. Ja, wobei das Weizen ist ja auch Sky Resource. Stimmt ja. Aber ich mache da daraus Sachen. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich auch den Kürbiskerne noch mit hier reinschmeißen. Ja, und wenn ich jetzt nicht langsam drauf hau, nee, das mit den 10 Minuten, das war ja Zeitmanagementfehler. Ja, wer hätte es geahnt? Okay, dann kommst du weg, du weg. Wo habe ich jetzt eigentlich den? Ah, der ist hier. Du kommst jetzt mal da weg. Kommst du dahin? Hoffen wir mal, dass das dann erreicht. Nein, der kommt nicht dahin. Der kommt dahin. So, du kommst dahin. Ich hätte jetzt sogar noch eins vorziehen können, aber nein, ich habe gesagt, ich will es in der oberen Hälfte haben. So, okay, dann haben wir das. Dann kommt jetzt als nächstes das. Das kommt definitiv nicht. Und ich merke gerade, ich habe den Soundblock zu weit. Der ist. Ja, die Viechis haben aber jetzt Geräusche. Hatten sie vorher nicht. Silence! Ja. Eine berühmt-berüchtigte Puppe zu zitieren. So, dann hätte ich gesagt, machen wir hier auch dicht. Zuzugucken, wie da Steine drin sind, ist überbewertet. Wenn es nicht richtig funktioniert, ne, dann kommt da einfach der Hopper wieder hin. Ist auch kein Problem. So, dann heißt es jetzt. Du kommst auch weg.
Du kommst jetzt mit. Du kommst jetzt erstmal da hinten hin. Und die Treppe. Und dadurch, dass ich es jetzt doch kleiner gemacht habe, hat es sogar gereicht. Kann ich sogar meinen Weg hier lassen. Okay, dann heißt es jetzt, da muss ich jetzt. Habe ich noch einen Kollektor? Jo. So, das heißt jetzt für mich. Muss ich nämlich noch kurz da dran rumgrübeln, wie ich das jetzt mache. Also, der Timer kommt auf jeden Fall hier hin. Jetzt ist nur die Frage, will ich den so lassen oder versenke ich den? Hier gesagt, ich lasse den so. Dann kommst jetzt du hier hin. Du kommst dahin. Perfekt. Das kommt alles weg. Ja, wir bauen natürlich auch wieder komplett ein. Kann ich da schon mal das hinmachen? Da kommt jetzt dann der Quick Dropper. Der, wo es reinfüllt. So. Und den Combustion-Kollektor, okay, 8 Eisen, das ist ja, Laufweg. Wir haben noch 48,6 oder 3125 Ingots. Und wie gesagt, wenn ich hier richtig fertig bin, ne, kann es sein, dass dann von diesen Towern hier zwei oder drei Stück rumstehen, die ganze Zeit Material ranschaffen. So, das heißt, du kommst dahin. Ich brauche noch mal 8 Ingots. Habe ja 4 Seiten, nicht nur 3. Mal alles. Ich habe mir einfach mal das Ding anders gedacht. So, dich lasse ich, weil dich kann ich an die Wand hinmachen. So, das heißt, du kommst dahin und du kommst dahin. Da kommst du wieder weg. Da kommst du dahin. Dann habe ich den Timer, den mache ich dahin und dich mache ich jetzt erstmal off. Ja, die Kollektoren muss ich nur dran denken. Die darf ich nicht zumachen, weil sonst komme ich nicht mehr ran. Das heißt, ich muss auch hinten einen offen lassen und oben muss ich auch offen lassen. Bis ich irgendwann mal vernünftige Pipes habe. Weil dann machen die das nämlich in Kisten rein. Und schon habe ich wieder ein Stack verbraten. Ich schüttel mal alles um. Das andere soll nämlich auch weg. Da darf ich nicht zumachen. Das auch nicht. Da kann ich zumachen. Da auch. Muss ja nur an den ran. Das heißt, ich kann hier alles dicht machen. Kann alles dicht machen bis auf den. Das mache ich. Machen dicht. Weil ich nicht mehr ganz dicht bin. Genau. Genau so. Nicht anders. Dann brauche ich noch den Boden. So, aber wir haben ja. Na, jetzt kommt dann der Tank. Muss ich die schnell nochmal wegmachen. Der
Tank kommt hier hin. Kann ich dich mit dem Ding auch drin? Nee. Nee, das wär zu viel. Nee. Ist ja gut. Dreh dich ja schon. Danke. So. Das heißt, jetzt habe ich dann hier meinen Bereich für die Lava. Moment einmal. Nein. Rack. Denk doch logisch. An den Tank kommst du hier ran. Ich muss jetzt nur dran denken, den Heater. Ich muss ja auch das Ding mit Lava befüllen, ne? Wir haben hier oben den Heater. Ich hol mir mal den schnell noch. Nein, ich hol mir ihn schon, aber nicht mehr in der Folge, sondern in der nächsten, weil ich habe gerade wieder auf die Uhr geguckt. Da sollte ich mal öfters drauf schauen. Da sind wieder 50 Minuten rum. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder Verbesserungsvorschläge, wie immer in die Kommentare damit. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.